Willkommen zurück zum inzwischen fünften Classic-Einblick. Es ist kurz vor Ende des heutigen Tages im Herbst-Event und der aktuelle Tagespreis ist noch 58 Minuten verfügbar. Und ich habe mich so ein bisschen durch das Event gequält, muss ich ehrlich zugeben, weil das Herbst-Event ist wirklich nicht mein liebstes Event. Und dadurch, dass ich halt in der Stadt hier in der Classic-Welt nicht so häufig bin, bin ich durch dieses Event nicht so gut durchgekommen und ich bin jetzt auch noch nicht ganz fertig, muss ich zugeben. Ich habe allerdings schon die nötigen 8 Stunden Produktion abgeschlossen. Ich müsste jetzt nur die richtigen einsammeln und dann könnte ich zumindest diese Quest beenden und könnte dementsprechend vielleicht noch ein bisschen vorankommen in der Questline. Zwei Dinge will ich euch heute zeigen. Einerseits, wie ich im Herbst-Event die Preise ausgebe und andererseits möchte ich euch meine beiden neuen legendären Gebäude zeigen. Aber das machen wir gleich, nachdem ich eingesammelt habe. Erstmal schaue ich, dass ich hier noch so viel wie möglich von der Questline schaffe. Ich muss erstmal 6-8 Stunden Produktion einsammeln. Das sollten schon mal 3 sein, wenn ich mich nicht irre. Anscheinend nicht, da waren nur 2 dabei. Einer. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die 6-8 Stunden Produktion gestartet habe. Ja, jetzt habe ich sie zusammen. Okay, dann gibt es nochmal einen Apfel oben drauf. 290 Güter spenden oder 4 Einheiten rekrutieren. Die 4 Einheiten sollten das geringere Problem sein. Eine große Armee besiegen, das ist schwer für mich. Es ist keine sehr große Armee, aber es ist trotzdem sehr schwer. Ich glaube, ich fahre vielleicht besser damit, die Gildenexpedition in Stufe 1 durchzuspielen, weil ich schon kurz vorm Ende bin. Und die Armeen hier sind deutlich kleiner, die ich schlagen muss. Vielleicht sammle ich erstmal die restlichen Truppen noch ein. So, das sollte es gewesen sein. Ja, ich habe ja gestern auch ein kleines Abendstreaming gemacht und da habe ich auch schon ein bisschen in die Classic-Welt geguckt oder habe ich fast die ganze Zeit sogar oder die meiste Zeit, glaube ich, auf der Classic-Welt verbracht. Also wenn ihr Fans dieses Classic-Modus seid, kann ich euch empfehlen, da vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen. So. Stellen wir jetzt hier mal ein Team zusammen, mit dem ich hier noch einigermaßen durchkomme. Ich hoffe, ich schaff's auch. Aber ich werde jetzt hier auch Einheiten über die Klippe springen lassen. Ihr seht schon, mein Relikttempel zahlt sich schon aus und ich kriege hier auch schon die ersten Preise, die ersten Relikte. Genau. So, jetzt werde ich hier auch mal ein paar Einheiten einsetzen, die jetzt eher gebunden sind, wenn es für mich einfach besser funktioniert. Das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, wenn ich hier so ein paar verliere, ein paar gebundene oder ungebundene Einheiten. Es ist wichtiger, dass ich die Questline noch durchspiele, bevor sie hier beendet ist. Okay, klar, ich kann natürlich noch bis morgen warten, denn morgen ist auch noch ein Tag, wo die Questline läuft. Andererseits ist es so, dass heute eben noch ein Tagespreis existiert, der für mich interessant ist. Und das Risiko ist einfach zu groß, dass ich morgen was kriege, was ich gar nicht mehr brauchen kann. Beziehungsweise eigentlich ist schon klar, was kommt morgen. So, jetzt habe ich dadurch Gildenexpeditionsstufe 1 gelöst. Das sollte auch problemlos machbar sein. 12 Produktionen, 10 Produktionen fertigstellen in meinem Zeitalter. Die kann ich jetzt hier im Prinzip während der Aufzeichnung fertig machen. So, schauen wir mal rauf. Es gibt nämlich heute nochmal den 6-Stunden-Vorratsbeschleuniger und den kann ich nochmal brauchen in der Classic-Welt.
Genau. Also ich habe eigentlich gewartet auf die Medaillen, aber die scheine ich irgendwie an einem Tag verpasst zu haben, wo ich auf der Classic-Welt nicht gespielt habe oder zumindest dieses Menü hier nicht geöffnet habe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall die Medaillen verpasst. Das war mein Lieblingspreis, also das, was ich am ehesten hätte haben wollen. Leider hat es nicht geklappt. Ich könnte jetzt hier zwar nochmal tauschen, aber das Risiko ist mir zu groß, dass ich dann was anderes bekomme. Und die einzigen zwei Preise, die möglich wären, die für mich interessant wären, wären eben nochmal der 6-Stunden-Vorausbeschleuniger oder eben die Medaillen. Aber das Risiko, dass ich hier doch irgendwie ein Eventgebäude bekomme, was ich dann nicht aufstellen kann, aufgrund der Klassikregeln, ist mir zu groß. Deswegen werde ich jetzt hier auf den Vorratsbeschleuniger spielen und heute an dem heutigen Tag hier alle Ressourcen reinwerfen. Ich werde vielleicht auch noch mal kurz gucken, was jetzt hier als letzte Preise kommen. Hier, das ist ja jetzt nicht so schwer, die letzten Produktionen abzuschließen. Suchen wir mal nach Ford Event. Dann kann ich euch noch mal zeigen. Beziehungsweise wir können uns noch mal anschauen, welche Quests noch kommen. Ich bin jetzt hier bei 10 Produktionen abschließen, dann kommt Antiques-Dealer oder 4-Stunden-Produktion. Da kann ich tatsächlich den Antiques-Dealer nehmen, weil der ist dann in 45 Minuten soweit abgeschlossen zu werden. Aber ich bräuchte 4 und 4 habe ich nicht. Also ist es leider keine Option. Das heißt, ich müsste stattdessen 4-Stunden-Produktion abschließen. Das wäre erst morgen soweit. Dann müsste ich nochmal ein paar Güter einsammeln und Vorräte bezahlen. Dann, ja, die Nachbarn verprügeln und ein paar Forgepunkte ausgeben und eine Verhandlung machen oder eine Armee schlagen und 15 Minuten Produktion abschließen. Ich denke, alle diese 4 Quests kann ich morgen noch abschließen, aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall keine Sorge mehr beim Einsammeln. Ich kann hier den Rest auf jeden Fall abernten. Und da wird mir jetzt morgen, ja, kein Problem mehr daraus entstehen. Da kann ich die Quests noch beenden. So, dann mache ich das mal eben. Und dann sieht die Stadt auch erstmal ein bisschen aufgeräumter aus, wenn ich hier die Produktion noch alle wieder angeworfen habe. Hier kann ich hier mal schon mal. Ach, wobei, ich brauche ja erstmal die 5-Minuten-Produktion aus meinem Zeitalter. 10 Stück kriege ich, glaube ich, noch nicht so einfach zusammen. So, die Taverne kann ich auch einsammeln. Und die Inzidenz, die Ereignisse auch, so ich sie denn finde. Und eins noch auf einer Straße. Wer weiß, wo sich das rumtreibt. Es ist immer ein bisschen schwierig zu finden. Auch in meiner neuen Stadt, aber das war schon immer schwierig zu finden. Also, da ist es. Glück gehabt. Gesehen habe ich es nicht, aber es war hier so hinter dem Gebäude versteckt. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir hier noch den Rest des Tages und schauen wir mal. Oh, jetzt sind die Produktionen fertig. Nochmal zurückklicken und die Produktion anwerfen. Oh, was ist schon? Es waren schon 10. Okay. Hätte ich jetzt doch nicht mitgerechnet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komisch, sind eigentlich gar keine 10. 9. Weiß ich nicht, was ich hier noch angeschmissen hatte. Wird gar nicht so einfach mit den 4-Stunden-Produktionen. Vielleicht nehme ich einfach einen von den Beschleunigern.
Ich bin ja gerade dabei, mir noch mehr zu holen. Und setze mal so einen 6 Stunden Vorratsbeschleuniger ein, dann hätte ich nämlich das schon einmal fertig. Und die drei restlichen, die kann ich auf jeden Fall nochmal über die Nacht produzieren. So, dann aber. So, Tagespreis ist okay, kann ich verwenden, habe ich gerade eben verwendet. Der Endpreis ist leider nur ein Trostpreis, wie immer. Und hier kann ich mich natürlich an den Kuchen orientieren, die mir jetzt persönlich hier am meisten bringen in der Classic-Welt. Und das sind auf den ersten Blick auf jeden Fall die Forge-Punkte. Ich schaue nochmal, dass ich vielleicht schon mal hier so ein paar Plätze belege, wo ich dann nur noch die Forge-Punkte für einsammeln muss, wenn ich jetzt hier ernte. Denke, die kann ich mir schon mal absichern, die beiden. Hier kann ich auch die 5 schon mal einzahlen. 10 muss ich noch einzahlen. Okay, den 20er lasse ich vielleicht aus, weil ich damit schon ganz guten Abstand habe. Na, mal schauen. Je nachdem, wie viel Forge-Punkte ich jetzt aus den Events so bekomme. Aus den Eventpreisen. Ich gehe jetzt erstmal auf den Apfel. Ich habe auf jeden Fall einen deutlichen Überschuss an Schokolade und Kürbissen und da müssen wir mal schauen, wie ich das ausgeglichen kriege. Der Apfel gibt mir schon mal 5 Forge-Punkte. Dann schaue ich mal, wie es hier am besten weitergeht. Blaupausen sind nicht schlecht, weil mir fehlen nämlich noch Blaupausen. Ich möchte nämlich gerne noch ein legendäres Gebäude aufstellen, wofür mir noch eine Blaupause fehlt, nämlich den Aachener Dom. Das ist im Prinzip das wichtigste legendäre Gebäude, was ich hier im frühen Mittelalter aufstellen wollte. Aber mir fehlt, wie gesagt, noch eine Blaupause. Deshalb ist das vielleicht eine ganz gute Option. Leider die falsche Blaupause. Ja, Medaillen sind natürlich super. Vielleicht nehme ich die Schokoladenmedaillen, weil Schoko habe ich mehr. Kürbis. Güter, ja, ist auch nicht verkehrt. Hier Doppelkürbis gibt Forge-Punkte. Ja, Doppelkürbis. Und ich kriege den Vorratsbeschleuniger. Auch okay. Doppelapfel. Ja, große Medaillen oder kleine Medaillen? Ich nehme einfach mal die kleinen wegen der Schokolade. Vielleicht schaffe ich es ja auch, noch eine Erweiterung freizuschalten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt können die Kürbisse mal dran glauben und ich bekomme 20 Forge-Punkte. Ich glaube, ich zahle dann doch mal in die Kette ein. Beziehungsweise trage mich da ein. Zack, und dann können wir die 20 auch gleich reintun. Und 10 sind immer noch offen. Ja, Schoko. So, Zimt habe ich nicht so viel. Äpfel habe ich jetzt auch nicht mehr so viel, aber ist noch okay. Macht das wahrscheinlich am meisten Sinn. Das brauche ich auf jeden Fall nun mal gar nicht, die Fragmente. Dann eher die Forge-Punkte, auch wenn ich dafür einen Apfel aufgeben muss. Großgüter, kleine Güter. Eigentlich egal. Ich habe ein bisschen mehr Kürbisse. Kürbisse. Naja, nehmen wir die großen.
Hier wieder Medaillen, ganz klar. Und das wäre dann die erste Runde, die ich abgeschlossen habe. Dann geht's weiter. Gehe ich mal auf die Forge-Punkte. So, jetzt kann ich den Schorsch auch dem Schorsch auch die Zehnerkette belegen. Zack. So, und die nächsten Forge-Punkte, sollte ich welche kriegen? Oh, hier gehe ich auf jeden Fall auf die Agenten. Drück mir die Daumen. Oh ja. Agenten sind so wichtig. Und ich kann so wenig kriegen. Das ist so hart in Classic. Also, sofern Agenten möglich sind, muss ich immer auf Agenten gehen. Gut, vielleicht nicht für den Ausgleich hier mal die Beschleuniger. Also, Medaillen kommen ja auch ein paar zusammen hier. Nichts wirklich Gutes, also nehme ich die Einheiten. Oh, da gehen mir jetzt aber die Zimtstangen langsam aus, da muss ich ein bisschen drauf achten. Also, ausgehen ist relativ. Agent, 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 Agent. Oh, schade. Da kriege ich natürlich den Tagespreis. Und so, wieder für den Ausgleich die Schokolade. Coccolata. Und hier bekomme ich dann auch 50 Forge-Punkte. Die Ressourcen, wo ich nicht viel von habe. Und ich bekomme schon wieder den Tagespreis, obwohl ich den gar nicht wollte. So, das auf jeden Fall. Auch leider nicht die Blaupausen bekommen, die ich noch brauche. Nehme ich mal den Kürbis mit. Ein bisschen auf Granit beißen. Hier sind wieder die Agenten drin. Ey, warum bekomme ich immer, wenn ich auf Einheiten gehe? Ja, sehr schön, das nehme ich. Ah, schade, die falsche leider. Warum bekomme ich immer, wenn ich auf Einheiten gehe, dann den Tagespreis? Sehr eigenartig. So, jetzt für den Ausgleich glaube ich nicht die, obwohl die Blaupausen sind noch besser. Ja, davon habe ich leider nicht mehr so viel von den Äpfeln. Ja, Tränke brauche ich auch überhaupt gar nicht. Und das auch nicht so wirklich, naja, aber das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten loswerden muss an Gütern, an Ressourcen. Ja, hier wieder die Blaupausen. Leider nein. Da sind wieder die Agenten drin. Kriege ich bestimmt wieder den Tagespreis. Na klar, kriege ich den Tagespreis. Ja, sehr eigenartig. Okay. Tagespreis? Nee, Militärtrommler. Der ist aber auch sehr, sehr unhilfreich. So, dann nehme ich mir mal die Güter. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen ausgeglichen mit den Zimtstangen. Zimtstamm wieder ein bisschen besser geworden, was die Versorgung angeht. Ja, wenn man hier mal gucken muss, wo die besten Preise abfallen für den Classic-Modus,
dann zieht sich das mit den Preisen oder mit der Auswahl der Preise. Sonst kann man sich ja. Ah ja, da waren wieder eine Blaupause dabei, die ich brauche, aber leider nicht die richtige. Sonst kann man sich ja hier sehr an dem besten Tagespreisverhältnis orientieren und daran, wie man am besten die Güter relativ ausgeglichen verbraucht. So, da ist gar nichts so wirklich bei, was ich brauche. Nehmen wir mal den Beschleuniger. Da sind wieder Agenten, kriege ich wieder den Tagespreis. Ne, einen Helden. Okay. Da mal den Kürbis verbrauchen, dann bin ich wieder ziemlich ausgeglichen. Jetzt gibt es nochmal 50 Forgepunkte dazu und die Leiste blinkt. Ja, ein Ringtausch, was ich leider nicht, den ich leider nicht annehmen kann. Okay, weiter geht's. Forgepunkte. Die Blaupausen. Wieder die falsche. Denke, die Medaillen sind okay jetzt. Da ist wieder der Held drin. Tja, Tagespreis. Bin ich ganz gut versorgt mit all diesen Gütern, dann nehme ich mal das. Ja gut, hätte ich mal nochmal drauf gucken sollen, was es gibt. Einlagerungskit kann ich ja leider nur verkaufen, weil ich ja ein Einlagerungskit im Classic-Modus auch überhaupt gar nicht verwenden kann. Ja, das ist das Sinnvollste. Denn man kann ja auch nur Spezial- und Eventgebäude einladen, lagern. Und diese kann ich ja gar nicht erst aufstellen. Also kann ich sie auch nicht einlagern. Oder brauche ich sie nicht einlagern? So, vielleicht mal ein bisschen sparsamer sein mit den Äpfeln. Oh, die Medaillen hätte ich schon sehr, sehr gerne und die werde ich auch kriegen. Blaupausen. Wieder nicht die richtigen. Ja, die Zimtstange ist schon mal okay. Die guten Trostpreise. So, jetzt gehe ich nicht auf Äpfel, weil. Naja, eigentlich habe ich noch genug. Ich gehe mal trotzdem auf Äpfel. Kürbisse habe ich noch so viel. Nur Äpfel dabei. So, Tagespreis? Jep, die Blaupausen. Wieder nicht. Der erste würde am meisten Sinn machen, auch wenn die Preise ziemlich egal sind. Okay. Dann nehme ich den Kürbis für Güter. Nochmal Blaupausen. Leider nicht. Wieder Kürbis für Güter. Zimtstangen loswerden. So, und jetzt bekomme ich die 600 Medaillen. Das ist schon mal gut. Und hier vielleicht noch mal ein paar.
Oder ich gehe lieber auf die Blaupausen. Wieder nicht, aber dafür 600 Medaillen. Okay. Ja, das ist jetzt hart, aber muss jetzt sein. Nochmal 400 Medaillen, sehr schön. Dann nehme ich die Zimtstange. Und jetzt habe ich es bald. Ja, vielleicht mal die Forge-Punkte. Gehe ich nochmal auf die Beschleuniger. Jetzt muss ich ein bisschen auch auf das Karamell Rücksicht nehmen. Das ist doch okay. So, jetzt wird es langsam eng. Ich hoffe ja immer noch an die richtigen Blaupausen zu kommen. Definitiv. So, Karamell kann ich leider nicht drauf verzichten. Oh, dann die Blaupausen. Jetzt ist schon wieder alles relativ gleichmäßig. Außer Karamell. Nehmen wir mal die Forge-Punkte. So, jetzt muss ich auf Pumpkin am meisten aufpassen. Das ist ein ganz guter Deal. Also jetzt gehe ich nur auf die Güter, die ich noch so am meisten habe. Oder vor allem auf die. Um jetzt hier einen möglichst gleichmäßigen Verbrauch zu haben. Yes, noch ein Agent. Okay. Ist jetzt alles nicht der Hit. So, jetzt gehen mir die Zimtstangen aus. Davon habe ich noch mehr. So, die letzten Backzutaten, die ich noch verbrauchen kann. Okay, dann nehmen wir das. Dann das. Und jetzt wird's knapp. So, erstmal geht's nicht weiter, aber ich habe noch 150 Forge-Punkte auf Vorrat. Mal gucken, hier blinkt's nochmal. Da kann ich nochmal bei Moos Cool einzahlen. Mosro Cool natürlich. Und mir schon mal beim Markusdom vielleicht ein paar Blaupausen so langsam sichern. Aber 141 habe ich jetzt noch übrig. Was mache ich dann damit? Ich könnte jetzt hier natürlich darauf abzielen, dieses legendäre Gebäude fertigzustellen. Auf die nächste Stufe zu bringen. Könnte ich vielleicht auch mal in die 1-0er-Förderung stellen, dass mir jemand hier das
Noch mit 5 FP belegt. Mache ich mal. Also, Hagia. P2 mit 5 FP. Natürlich noch den Namen vorschreiben. So. Und den Rest kann ich schon investieren. 1, 2, 3. Vielleicht so. Und dann kann ich die morgen leveln. Dann gehen wir gleich mal ein auf meine neuen legendären Gebäude. Die anderen legendären Gebäude sind ja inzwischen auf einem Niveau angekommen, wo man sie langsam als fertig bezeichnen kann. Der Leuchtturm von Alexandria, der braucht nicht mehr so viel. Und der verbessert sich auch nur graduell bis Stufe 10. Also man bekommt halt weiterhin ein Gut dazu und man bekommt weiterhin nochmal ein paar Prozente hinzu. Aber ich glaube, das ist nicht so ausschlaggebend. Ich glaube, ich komme auf 150 am Ende. Also es gibt nochmal 15 Forge-Punkte, 15% hinzu statt 10 wie bisher. Also ist die letzte Stufe nochmal ein bisschen hochwertiger. Genauso wie die letzte Stufe jetzt beim Turm zu Babel ein bisschen hochwertiger war, da man nochmal ordentlich Bevölkerungszuwachs hatte. Und das habe ich mir natürlich auch bei den anderen legendären Gebäuden angeguckt. Das Observatorium habe ich ja gebaut, um der Gilde ein bisschen was Gutes zu tun und noch ein paar Güter, ja, zurückzugeben. Ich werde es jetzt auf jeden Fall auch noch auf Stufe 7 bringen demnächst, sodass es eben noch ein Gut mehr einzahlt von jedem pro Tag. Ansonsten ist jetzt die Hagia Sophia an der Reihe, denn die Hagia Sophia bringt mir Zufriedenheit und ich hoffe mit dieser Zufriedenheit, wenn ich die Hagia Sophia bis auf Level 10 bringe, mit der Zeit einfach Stück für Stück die Zufriedenheitsgebäude in meiner Stadt ersetzen zu können, sodass ich dadurch ein bisschen mehr Platz gewinne und die Hagia das einfach macht. Genau, und man sieht ja auch, dass der Fortschritt bis auf Stufe 10 schon ganz schön stark ist. Also man bekommt ja hier, wenn man Stufe 10 geschafft hat, nochmal 6400 Zufriedenheit. Das ist schon eine ganze Menge und danach bekommt man weniger zusätzlich dazu. Ne? Also das, was danach kommt, ist deutlich weniger starker Anstieg. Der erste Anstieg ist natürlich jetzt hier auch sehr stark. Also von 0 auf 1700 und dann geht es auch wieder erstmal langsamer weiter, aber auf 10 lohnt sich das auf jeden Fall zu bringen. Und damit kann ich mir, denke ich, auch ganz gut meine Stadt versorgen, weil jetzt aktuell brauche ich auch nur, ja, wenn ich die 4000 plus, also die knapp 5000 plus die nochmal 4000 zusammenrechne, dann bin ich bei 9000 und ja, das würde mir halt einen echt guten Teil davon abdecken. Das ist die Idee hinter der Hagia Sophia. Gar nicht so unbedingt die Forge-Punkte. Klar, Forge-Punkte sind auch nicht schlecht, weil ich hier natürlich keine Forge-Punkt-Gebäude stellen kann. Und die Hagia Sophia gibt mir dann eben ein paar Forge-Punkte. Bisher habe ich ja noch keine Möglichkeit, anders Forge-Punkte zu generieren, außer aus Events oder über die Botschafter aus dem Rathaus oder über das Rathauslevel oder über die Burg. Also es gibt schon diverse Stellen, wo ich Forgepunkte bekomme, aber meine Stadt selbst produziert nicht viele Forgepunkte. Und die Hagia, die trägt dazu dann einfach ein kleines bisschen bei, auch wenn jetzt auf Stufe 10 6 Forgepunkte echt nicht die Welt sind. Ja, und den Relikt-Tempel habe ich natürlich gebaut, weil der Relikt-Tempel gibt halt auf Anhieb eine Chance von 12%, dass man ein Relikt bekommt, wenn man den einfach nur aufgestellt hat. Und ich werde den erstmal auch auf 1 lassen, weil die Steigerung jetzt hier bis auf Stufe 10
auch gar nicht so groß ist. Im Prinzip kann man den Relikt-Tempel direkt gerade durchleveln, weil die Steigerung wirklich bis Stufe 60 ungefähr immer ungefähr gleichmäßig ist, ja. Also entweder man hat ihn nicht und man hat dann eben auch keine Chance auf Relikte, oder man zieht ihn wirklich gleich hoch. Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte beim Relikt-Tempel. Stufe 1 ist, glaube ich, ganz wichtig und dann wirklich hoch auf 65 oder sowas, wo es sich dann nicht mehr so direkt mit der Archeförderung verbinden lässt. Aber Archeförderung ist eh noch so ein Thema für sich, was ja im Moment in Classic noch nicht wirklich relevant ist. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt, ist, dass wir nicht mit Classic angefangen haben, jetzt wo die neue Welt released wurde, weil das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen besserer Standpunkt oder ein bisschen besserer Startpunkt gewesen. Da wir einfach dadurch ein bisschen mehr auf dem Niveau der anderen Spieler wären, ja. Und jetzt hat man natürlich in diesem Classic-Spielmodus nicht so die gute Chance voranzukommen und hängt eigentlich eher hinterher. Aber gut. Ist, finde ich, nicht so schlimm. Gut, wo bringe ich jetzt meine restlichen Forge-Punkte unter? Hab gar keine Idee. Soll ich einfach den Relikt-Tempel auf Stufe 2 bringen? Oder aber ich fange das Observatorium an. Ja, steckt das einfach ins Observatorium. Da brauche ich eh jetzt noch jede, oh, wo ist denn das Richtige? Hier. Jede Menge Forge-Punkte, bis ich über die 1,9er fördern könnte, stecke ich ins Observatorium. Und dann mache ich das einfach selbst. Ah, naja. Chance vertan, würde ich sagen. Wobei andererseits, ich könnte auch einfach aus meinem relativ dicken Forge-Punkte-Vorrat schöpfen, weil ich habe insgesamt schon 1010 Forge-Punkte übrig. Und ich würde sagen, ich mache das einfach und belege hier diese Plätze. Nochmal selbst. Und dann bin ich mit dem Leuchtturm auch fast soweit. Dann ist er auf 48 und dann auf 58. Dann habe ich bald Stufe 9 voll. Und dann fehlt erstmal nur noch eine Stufe. Ja, wie gesagt, ich habe ja hier auch noch ein bisschen Platz freigehalten. Hier seht ihr ein 4x4-Feld und ich habe auch sonst noch jede Menge, ja, abreißbare. Wie heißen die Dinger eigentlich? Dekoration. Genau. Die ich dann auch wegschmeißen könnte, sofern ich den Aachener Dom freischalten kann. Und dann würde ich den wahrscheinlich auch hier hinstellen. Vielleicht ein bisschen umschieben, sodass es passt. Genau, so ist auf jeden Fall die Idee. Ich kann auch noch ein bisschen, ja, ein paar Häuser löschen. Vielleicht hilft es auch. Nicht so, also die Produktionsstätten würde ich jetzt nicht so unbedingt löschen wollen. Muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Sofern ich dann an die Blaupausen für den Aachener Dom komme. Was ich nicht mache, ist tauschen 2 zu 1, weil das einfach auch jedes Mal eine Blaupause vernichtet. Und es kann ja sein, dass die nächsten drei Blaupausen, die ich bekomme, auch einfach hier genau die sind, die ich brauche. Und dann kann ich nicht nur das Bauwerk aufstellen, sondern gleich bis Stufe 12 ausbauen, weil ich dann von jedem mindestens, na gut, bis zu Stufe 11 ausbauen, weil ich dann von jedem mindestens eine noch über habe, ja. Genau, man weiß ja nie, man hat ja immer eine 9 zu 1 Chance, dass man die richtige bekommt und man hat eben auch nur eine 9 zu 1 Chance, dass man hier bei dem 2 zu 1 Tausch richtig liegt und dafür eine Blaupause wegzuschmeißen, das lohnt sich aus meiner Sicht einfach nicht. Genau.
Okay. Ja, das war der Einblick, weil das Event einfach nicht so viel hergibt. Aber das doch relativ einfach gehalten ist, ja. Ich bin auch in der Stufe hier auf Praktikant aufgestiegen, kriege noch ein paar Forge-Punkte hinzu. Vielleicht schaffe ich ja auch noch den Lehrling, dann sind es ein paar mehr Forge-Punkte. Die anderen Sachen kann ich nicht brauchen. Schauen wir mal. Aber ansonsten gibt es hier heute, glaube ich, nicht mehr viel zu sehen. Ich kann noch gucken, ob ich hier noch ein bisschen weiterkomme mit den Truppen, die sich inzwischen wieder geheilt haben. Ah, ich würde jetzt einfach hier noch ein paar mehr einsetzen und hoffen, genau, dass ich durchkomme und ich komme durch. Und ich versuche einfach das hier auch noch. Oh, das ist natürlich Pech, dass ich eine ungebundene verliere. Eine gebundene. Ich kriege das einfach nicht klar. Ich sage immer ungebundene zu denen, die gebunden sind. Und es ist richtig. Okay. Und ich hatte Glück. Ich habe schon wieder einen Relikt. Und zwar sogar ein goldenes. Also der Relikttempel auf Stufe 1 macht sich wirklich direkt bemerkbar. Das ist jetzt hier schon mein zweites oder drittes Relikt, was ich in dieser Gildenexpedition habe. Und bei 12% Chance kriegt man ja auch ungefähr bei jeder achten Begegnung ein Relikt. Und die Relikte sind ja auch gar nicht so übel. Wenn man da mal in die Preisliste guckt. Damit kann man auch jeden Fall was anfangen, auch auf jeden Fall was anfangen hier in Classic. Das Sonnentor kann man einfach verkaufen beim Antiquitätenhändler. Genauso gut das Gesicht. Einheiten sind gut, Blaupausen sind gut, Güter sind gut, Forgepunkte sind gut. Ritualflamme kann man wieder verkaufen beim Antiquitätenhändler. Ebenso der Platz. 200 Güter, 10 Agenten, 100 Forgepunkte, kleines Medaillenpaket. Dieses Gebäude kann man wieder verkaufen, die Terrassenfarm auch, den Jungbrunnen auch. Ja, das Upkit lohnt sich kaum zu verkaufen, aber es geht natürlich auch und ebenso bei den letzten drei Sachen. Also es gibt eigentlich nur Sachen zu gewinnen durch den Relikttempel, die eben auch nützlich sind in Classic. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, den Relikttempel aufzubauen. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Event. Auf das Halloween-Event, weil das Halloween-Event eigentlich immer ein ganz cooles Event ist. Und das Herbst-Event habe ich nur hinter mir. Und ich denke, ich schaffe es auch noch, hier durchzukommen. Durch die Questline. Bis morgen. Dann danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und sonst freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao.